Hi, bald kommt der zweite Teil des Films Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind in die Kinos. Naja, was heißt bald? Ab dem 15. November 2018. In dem Film wird gezeigt, was vor der uns allen bekannten Harry Potter Geschichte passiert ist. Wie auch in allen Harry Potter Filmen kommt der Zauberer Albus Dumbledore vor. Dieses Mal aber noch in der jungen Version, gespielt von Jude Law, der erst vor kurzem in der Serie Young Pope die Hauptrolle gespielt hat. Wow, ich hätte nie gedacht, dass unser Dumbledore mal so ein verführerischer junger Mann war. Aber dann ist irgendetwas falsch gegangen und er hat sich einen langen Bart wachsen lassen und hat entschieden, komische Mützen und lange Kleider zu tragen. Apropos, wer von euch kennt die Serie Young Pope und wie findet ihr sie? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich persönlich finde sie nice. Na gut, zurück zur hauptsächlichen Sache. Die Rolle des Bösewichtes im Film Gellert Grindelwald wird Johnny Depp übernehmen. Jetzt aber kommt der spannendste Teil der gesamten Geschichte. Beide Zauberer. Ach du Scheiße, was war das? Naja, egal. Auf jeden Fall stehen sich die beiden Zauberer... Schon wieder? Wartet mal. Die beiden Zauberer? Du! Du wurdest auserwählt, um jetzt die Nachricht über Dumbledore und Grindelwald überzubringen. Eigentlich wollte ich das jetzt auch machen, aber du hast mich unterbrochen. Ach so, okay, na dann, Duro Orchideus. Warte. Könntest du mir vielleicht den Zauberspruch sagen, mit dem man kostenlos Pizza herzaubern kann? 0345678. Das war's? Das ist der Zauberspruch? Nein, das ist die Pizzaservice-Nummer. Das reicht jetzt, Jüngling, gehab dich wohl. Das war jetzt komisch, aber wir machen weiter. Die Zauberer Grindelwald und Dumbledore stehen sich wie erwartet gegenüber. Doch bevor sich herausstellt, dass Gellert Grindelwald, aka Johnny Depp, ein Bösewicht ist, wird gezeigt, dass Dumbledore in Grindelwald verliebt ist. That's so sweet and so mindfucking. Mit diesem Schritt werden sie aber leider ihren größten Fan Nerd verlieren. Diese Nachricht wurde uns zwar schon im Jahr 2007 bekannt gegeben, doch zum spannendsten Punkt kommen wir etwas später. Nun ja, es kommt nicht zum ersten Mal vor, dass es homosexuelle Figuren in Kinderfilmen gibt. Zum Beispiel habe ich mir vor kurzem erst einen Film Die Schöne und das Biest im Kino angeschaut. Und ich muss sagen, dieser Film ist wunderschön. Keine Werbung. Vor allem Emma Watson, die auch in Harry Potter die Rolle der Hermine übernahm. Der kleine Schlingel Dima ist nur wegen ihr mit mir ins Kino gegangen. Oh ja. In Die Schöne und das Biest gab es ja auch homosexuelle Figuren, wie zum Beispiel der Freund von Gaston namens LeFou. Wie gesagt, fand ich den Film ziemlich nice. Aber es gibt so ein paar Menschen, zum Beispiel in Russland, die finden, dass der Film erst ab 16 gezeigt werden darf. Oder in Malaysia, die finden, dass der Film sogar verboten werden muss. Ehrlich gesagt, wieso? Ich verstehe es gar nicht. Auf jeden Fall bin ich auf die Fortsetzung des Films Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ziemlich gespannt. Vor allem wird jetzt noch entschieden, ob eine Liebesszene zwischen Johnny Depp und Jude Law bzw. Grindelwald und Dumbledore gezeigt wird. Doch es gibt da eine Sache, die mich stört. Der Name des Films. Erstens ist er viel zu lang. Und zweitens, habt ihr schon mal nachgedacht, was uns mit dem Namen mitgeteilt wird? Vielleicht versteckt sich in ihm mehr, als wir denken können. Wie zum Beispiel ein kleiner Spoiler, der sich auf die tierische Liebe der beiden Zauberer im zweiten Teil bezieht. Und noch was. Was ist das? Ich meine es ernst. Was ist das? Ich liebe Johnny Depp und bewundere ihn sehr, aber ohne Scherz jetzt. Er sieht hier aus wie ein schwangerer Draco Malfoy von Harry Potter. Etwas dicklich und angeschwollen. Wartet mal, schwanger? Vielleicht ist diese Vermutung gar nicht so verkehrt. Wir haben recherchiert und sogar ein geheimes Video gefunden. Abonnieren nicht vergessen. Was? Nicht schon wieder? Sie hat so viel gewusst. Ich bin entflohen, aber schaut euch noch dieses spannende Video von mir an und dieses mega lustige Video von den Junggesellen. Klickt drauf. Tschüss.